Alle Proteine bestehen aus Aminosäuren, die während der Proteinbiosynthese in linearer Reihenfolge miteinander verknüpft werden. Die Reihenfolge, mit denen Aminosäuren verknüpft werden, um ein bestimmtes Peptid oder um ein bestimmtes Protein darzustellen, liegen kodiert auf der DNA vor. Wir haben auf der DNA, auf DNA-Ebene, innerhalb unserer Nukleotide vier verschiedene Basen: Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Jeweils eine Sequenzabfolge von drei Nukleotiden, ein sogenanntes Triplet, kodiert dabei für eine einzelne Aminosäure. So kodiert zum Beispiel das Triplet ATG für die Aminosäure Methionin. Mit dieser Aminosäure beginnen auch die meisten Proteinsequenzen, die in der Natur vorhanden sind. Die Nukleotidabfolge TCG kodiert beispielsweise für ein Serin, sodass bei der hier oben dargestellten Sequenz ein Methionin während der Proteinbiosynthese mit einem Serin verknüpft würde. Das folgende Nukleotid GGT kodiert für ein Glycin, sodass wir jetzt hier die Aminosäuresequenz Methionin-Serin-Glycin bekommen würden während der Proteinbiosynthese. Und so geht die Verknüpfung kontinuierlich weiter. ACG kodiert für Threonin, AGA für Arginin und AAA für Lysin. Wie wir jetzt hier sehen können, kodiert die Sequenz CGG allerdings ebenfalls für Arginin. Da wir durch den Triplet-Code mit vier verschiedenen Nukleotiden 64 mögliche Sequenzabfolgen bekommen können, allerdings in der Natur nur 20 verschiedene Aminosäuren vorhanden sind, kodiert der redundante genetische Code teilweise für identische Aminosäuren mit unterschiedlichen Nukleotiden. So kodieren beispielsweise noch vier weitere Triplet-Codes ebenfalls für Arginin. Es gibt allerdings auch einige wenige Aminosäuren, die nur durch einen einzigen Triplet-Code kodiert werden, wie beispielsweise unser Methionin am Anfang. Wenn wir jetzt eine Aminosäuresequenz haben, die wie folgt aussieht, nennen wir diese Aminosäuresequenz auch als Peptid bezeichnet. Und in einem Peptid kann man eine Orientierung angeben, die mit dem N-Terminus beginnt und mit dem C-terminalen Ende endet. Bei näherer Betrachtung sehen Aminosäuren eigentlich so aus. Sie besitzen alle eine Aminogruppe und eine Carboxygruppe. Das ist den Aminosäuren gemeinsam. Die Unterschiede liegen in den Resten, hier als R1 und R2 dargestellt. R1 vom Methionin sieht eigentlich so aus. Methionin ist eine von zwei schwefelhaltigen Aminosäuren. Der Rest von Serin, hier als R2 dargestellt, ist etwas kürzer und sieht wie folgt aus. Wenn sich Methionin und Serin zum Dipeptid verbinden, tun sie das über eine Peptidbindung unter Abspaltung von Wasser. Hier verbindet sich die Carboxygruppe mit der Aminogruppe. In diesem Dipeptid wäre nun hier der N-Terminus mit dem Stickstoff und hier der C-Terminus mit der freien Carboxygruppe. Das lineare Peptid, was wir soeben gesehen haben, bildet eine sogenannte Primärstruktur. Eine Primärstruktur ist im Prinzip einfach nur eine Ansammlung von unterschiedlichen Aminosäuren in einer bestimmten Sequenz, die mit dem gerade bereits gesehenen Aminoender beginnt und mit dem Carboxyende aufhört. Über Wechselwirkungen in den unterschiedlichen Aminosäuren bilden Proteine komplexe Strukturen. Komplexe Strukturen, die sich im dreidimensionalen Raum falten, werden als Tertiärstrukturen bezeichnet. Eine Tertiärstruktur von einem hypothetischen Protein ist hier dargestellt. Wir haben hier beispielsweise wieder unser Methionin und unser Serin aus der theoretischen Darstellung von vorher, was bedeutet, dass an dieser Stelle unser N-Terminus vorliegt und unsere Kette hat sich jetzt gefalten in einer bestimmten Anordnung und endet hier in Gelb am Ende mit unserem C-Terminus. Diese komplexe Struktur bei Biokatalysatoren oder Enzymen ermöglicht die katalytische Aktivität bzw. die Fähigkeit, Reaktionen zu katalysieren.
Um Reaktionen zu katalysieren, definiert man in einem Enzym ein katalytisches Zentrum. Das könnte jetzt hier beispielsweise in Form einer Art Tunnel vorliegen. In diesen Tunnel gelangt ein Substrat hinein. In diesem Tunnel wird eine Reaktion katalysiert und das umgewandelte Produkt wird anschließend aus dem Enzym wieder entlassen. Biokatalysatoren aus mesophilen Mikroorganismen sind bei moderaten Temperaturen aktiv und auch stabil, das heißt Temperaturen in diesem Bereich. Wenn sich nun die Temperatur erhöht, sind die Biokatalysatoren oft inaktiv. Die thermische Inaktivierung von Biokatalysatoren kann ebenfalls auf Strukturebene nachvollzogen werden. Da die Tertiärstruktur von Proteinen durch die Wechselwirkung von ihren Aminosäuren aufrecht erhalten wird, kann es infolge einer thermischen Inaktivierung dazu kommen, dass sich die Tertiärstruktur auflöst oder verändert, sodass im einfachsten Fall hier gesehen unsere Aminosäurekette zwar noch vorliegt, aber unser katalytisches Zentrum nicht mehr zu erkennen ist und das Enzym dementsprechend nicht mehr in der Lage ist, das Substrat zu prozessieren. Wird diese thermische Denaturierung weiter stattfinden, ist es so, dass sich die Struktur vollständig auflöst und am Ende nur noch die Aminosäurekette in linearer Form in ihrer Primärstruktur vorliegt. Biokatalysatoren aus Mesophilen sind auch im moderaten pH-Bereich, das heißt um pH 7, häufig aktiv und stabil. Bei einer Erhöhung des pH-Werts oder Erniedrigung des pH-Werts kommt es zu einer Ladungsverschiebung innerhalb des Proteins. Somit kann zum Beispiel die Erhöhung des pH-Werts auch die Denaturierung zur Folge haben. Enzyme aus Extremophilen sind genau bei diesen Bedingungen aktiv und stabil. Das heißt, bei erhöhtem pH-Wert sind die Enzyme aus Alkaliphilen aktiv und stabil. Bei hohen Temperaturen die Enzyme aus Thermophilen und besonders aus Hyperthermophilen bei sehr hohen Temperaturen. Diese Enzyme denaturieren folglich bei diesen Bedingungen nicht. Und diese Enzyme aus den Extremophilen nennen wir Extremozyme.